Servus, den Pfeifiger. Heute spielen wir mit dem gebufften Mimir im Gildenkampf. Und die Leute, die es nicht wissen, der dritte Skill wurde ein bisschen gebufft. Die Cooltime bzw. die Abklingzeit wurde um eine Runde runtergesetzt. Und wie wir ja jetzt wissen, haben die Barbarenkönige diesen Berserk-Zustand, der mehr Damage macht, der die Angriffsgeschwindigkeit bufft und HP-Regeneration erhöht. Aber die Max-HP um 30% verringert. Problem ist, der ist halt ein bisschen squishy. Also bei mir hat er nicht so viel HP. Dann müsste ich mal irgendwie noch zuschauen mit ein paar Grinds, dass ich da nochmal irgendwie ein bisschen HP über die Subs reinkriege. Denn mit 30% weniger HP kann der schon durchaus mal ganz gut One-Hit sein. Und Runen sind jetzt nichts Besonderes. Vio-Welle mit Speed, Crit Damage und ATK. Und wir schauen einfach mal, was er so providen kann. Ich bin auf den Berserk-Zustand echt gespannt. Und wir haben ja mit ihm einen guten Leader-Skill mit Angriffstempo 24% Erhöhung im Gildenkampf. Und mal gucken, ich weiß gar nicht, hat der Runen? Jein. Kann man dem vielleicht noch eine Wille-Rune geben? Tatsächlich. So, vielleicht spielen wir dann auch mal mit beiden. Mal gucken. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt erstmal einen Gildenkampf und dann werden wir mal sehen, was Mimir und der Berserk-Zustand alles so hergeben können. So, wir haben uns hier mal einen schönen GK-Gegner ausgesucht. Das erste Team, beziehungsweise der Ken hier als Single-Team. Ist jetzt nicht so berauschend, da können wir mal mit den nötigsten Runen von Sutra ist das oder Aegir? Ne, Aegir ist das. Mal ein bisschen reingehen, um den da mal ein bisschen zu testen. Und wir hatten ja gesagt, wir wollen Mimir. Das heißt, wir nehmen hier Mimir, dann nehmen wir Beta. Und ich würde sagen, Lorraine. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ne, das ist Fren, ich wollte Lorraine. So, wir haben Speed Lead, wir haben Immunity und Crit Resist Buff und wir haben zur Not Wiederbelebung, falls jemand down gehen sollte. Und mit Lorraine Attack, Push, Down, Deathbreak und sowas. Das heißt, der hat halt keine Immunity. Und ja, ich möchte trotzdem fortfahren. So, Ken gegen Aegir. So. Konfiszieren. Oh ja, Berserk-Mode. Jetzt machen wir Stufe auf 1. Zweiter Skill, wütende Attacke. Oh, 9000. Es sieht eigentlich ganz schick aus. Jetzt kommt es aber hier drauf an. So. Wir kümmern uns erstmal um Stun von dir. Berserk. Sehr gut. Können wir dich zurücksetzen? Yep. So. Squishy, squishy, squishy. Ja. Ja. Was will man dazu noch sagen? Das Problem ist, der ist halt down. Das heißt, den kann ich halt nicht nochmal verwenden. So, nachdem wir im ersten Kampf zu Tode geprockt worden sind und das irgendwie nicht so lief wie geplant, machen wir jetzt trotzdem weiter. Wir haben noch einen BK. Uns geht es ja mehr oder weniger auch um den Berserk-Modus. Das heißt, ich kann mit Aegir noch weiterspielen. Wer hat hier... Oh, mein Wusa. Nicht cool. Dann... Nehmen wir einfach Tetra als Healer. Gucken, ob es reicht. So.
Dann. Zack, zack. Berserk. Sehr gut. Boah, die mögen aber meine G überhaupt nicht. So, kriegen wir Perna down. Jawohl, Nummer 1. So, Berserk. Sehr gut. Wir müssen Perna down kriegen. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Hui! Sehr gut. Sehr, sehr gut. Vielleicht sollte ich mich mir auch auf Speed Crit Damage HP ruhen. Alright, alright, alright. Krieg mal hin. Ach, wieder Lucky Stun. Aber ist okay, ist okay. Haben wir, denke ich, im Sack. So, dann Berserk. Jawohl, ja. Du. Heben wir uns den zweiten Skill auf. Und dann haben wir das. So. Dann. Ich meine, ich möchte ein Showcase vom BK Berserk-Modus machen und nicht vom BK Extant. Vielen Dank. Vielen Dank. So, zack. Jawohl. Jawohl. First Round Win. Mal gucken, wie es jetzt hier aussieht. So, Feng gibt mir irgendwie ein bisschen zu denken. So, zack. Das können wir gleich mal weg hier. Proc. Lol. Oha. Ja. Ich bin mit so vielen Procs überfordert. Immunity. Ach, ich liebe der ja. Schnell healen. Ja, du kannst immer gerne auf meinen Garo gehen. So, dann kümmern wir uns um Wusa. Ja, von mir aus. Geh gerne drauf. Nee, nicht blocken. Nicht blocken. Nicht blocken. Das ist nicht im Programm vorgesehen. Nö. Strip. Wie? So, hier nochmal eben.
Schlaf, Leica, schlaf. So. Dann. Sehr gut. So, sieht momentan sehr gut aus. Reicht's? Jawohl. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, das war doch ein ganz schicker Kampf. Ne. Zu wenig Accuracy. Lol. So, und dann bringen wir das Ganze schnell hinter uns. Schild gestrippt. Ach, USA, lass es doch einfach über dich ergehen. Schlaf, Kumpel. Und ich schlaf gegen RG. Jawohl, nice done. Na, jetzt halte ich einfach ein bisschen unten. Vom Deckbalken her. Zack, zack. Zack, zack, zack. Ach. Ist doch in Ordnung, Kumpel. Nein. Also es ist aber gut hier. So, jetzt haben wir's. Mann, Mann, Mann. So. Alright, ich glaube mit dem Gildenkampf kann ich doch ein bisschen arbeiten. Finden wir jetzt noch jemanden, wo wir EG einsetzen können. Top, top, top. Nee, bei dir nicht. Bei dir auch eher weniger. Mit dir vielleicht, ne? Hier, warte mal, wie war das? Du, ne? Hier könnten wir vielleicht noch mal mit Ichia arbeiten. So, das hier muss ich auf jeden Fall mal rausnehmen. Ein Stripper wäre nicht schlecht. Warum nicht? Und dann noch ein Healer. Du? Na, das sieht doch ganz gut aus, aber lässt sich bestimmt arbeiten. Und hier unten. Yo. Keine passiven Skills, wenn es geht. Dann nehmen wir vielleicht dich. Und für Praha nehmen wir bist du gewohnt? Jein. Ich probiere es einfach. Es geht ja mal weniger einfach um den Geo Spotlight bzw. Berserk Spotlight. Mal gucken. So. Geht ja schon mal ganz gut los hier. Heal, heal, heal. So. Dann investieren wir dich. Berserk for the win. Slowen dich. Nevermind. Jetzt haben wir dich geslowt.
Ja. Schöner Brock. Schaffen wir das jetzt trotzdem? Unser Strip ist da. Jetzt macht die ihren dritten Skill. Ich weiß es nicht. So. Pam, pam. Heal. So, Burner. Das erste Mal down. Okay, man kann diesen Berserk-Modus anscheinend nicht strippen. Uiuiui. Schade, schade, schade. Naja, gut. Prox im PK. So, okay, ihr habt alle Welle, das ist schon mal sehr uncool. Proxt. So. Oh. Hm. So, zack, zack, zack. Dann. So. Eigentlich geht mir Praha am meisten auf den Zeiger. Und nochmals dann? Ja. Brock. Dann. Dann. Ja. Provoke. Na, ich gehe mal lieber auf Rika, wenn Tessaran dran ist. Nevermind. Ist er nicht. Ja, es war so klar, es war so klar. So, zack. Dann. Oh, super lucky. Was dann? Was geht's nur von Stun zu Stun hoffentlich? Ja. Oh Gott. Ja. Oh, wenn das jetzt das Comeback wäre. Oh. Heiliger Bimbam. Was war das noch für ein Comeback? Gut. Was soll ich sagen? Es ist ein bisschen anders gelaufen, als ich mir das vorgestellt hatte. Mimia Spotlight ist ein bisschen flach gefallen. Da muss ich erstmal noch gucken, dass ich ein paar Grinds und sowas kriege. Aber wir haben doch ein bisschen wenigstens den Berserk-Modus gesehen mit den Gia. Am Anfang war ich ein bisschen tilt, dass es doch so schnell vorbei war mit Mimia, aber ich werde das trotzdem hochladen, weil es doch noch zum Ende hin ein paar schöne Kämpfe waren und wir trotzdem den Berserk-Modus gesehen haben. Und ja, ich lade es einfach hoch, einfach für Content und Unterhaltungszwecke, und das ist halt auch mal eben nicht so läuft, wie man sich das eben vorstellt. Von daher, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Lasst gerne einen Kommentar und Bewertung da, falls euch das gefallen hat, und abonniert. Wenn ihr mehr Summer of War Content sehen wollt, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Summer of War Video. Macht's gut, Leder, und haut rein.